Internationale Rettungsaktion. Willkommen in Wolfhut. Ein Zug steckt in Lindau fest und die Verantwortlichen aus der Fahrdienstleitung schicken uns zur Hilfe. Ja, das ist heute unser Arbeitsgerät hier. Gleich mal Foto. Ja, das haben wir gerade schon gelesen. So, dann können wir einsteigen. So, Fahrgäste dürfen wir keine haben, genau, weil wir natürlich hier nicht für die Fahrgäste unterwegs sind. Gut, dann machen wir das gleich zu. Gehen wir mal ein in unseren, wie gesagt, leeren Zug. Ach, die schließen sich von selber, das ist ja noch besser. Gut, dann haben wir das auch. So, dann steigen wir mal ein. Wir setzen uns hier hin. So, wir sollen den Hauptschalter auf aktiv stellen, das macht Sinn, sonst kommen wir nicht vorwärts. So, das Ganze auf vorwärts. Den Schlüssel bzw. das Teil soll mal einstecken und auf Fahrt stellen. Wir können inzwischen natürlich die Sicherungssysteme einstellen. So. Müssen wir noch die Spitzensignale, das stimmt. Schauen wir uns mal, vergewissen wir uns mal ganz kurz. Das stimmt, wunderbar. So, dann auf Zugang warten. Sprich aufs grüne Signal. Und da können wir eigentlich auch gleich losfahren. So, dann haben wir. Wir fahren jetzt einmal nach Lindau, die liegen gebliebene Einheit abholen, dann fahren wir praktisch wieder zurück hier nach Wolfurt, Rangierbahnhof. Das ist heute unser Job. Auch sowas muss mal sein. Auf der Strecke Vorarlberg. Der Grund, warum wir noch stehen musste. So, dann können wir losfahren, würde ich sagen. Uns befreien. Jetzt ist es trotzdem nach wie vor, aber es wird sich gleich ändern. Leicht drüber hier. So, 80. Liefer drücken natürlich noch 130. So, gleich 110, ein bisschen langsamer werden hier. So, ja, ich denke, das passt. Wunderschön.
Fabi mit unserer S-Bahn Vorarlberg. Ein bisschen aufschalten. Tja, liebe Leute, ich kann euch leider nicht mitnehmen. Ich bin praktisch außer Dienst hier unterwegs. Ich habe keinen Fahrplan. Oh, gleich 80. Da kommt irgendwo. So, das hätten wir soweit. Warum habe ich denn jetzt die Zwanse? Warum? Verstehe ich jetzt irgendwie nicht, aber ist egal. Das ist nur meine Meinung. Ich nicht. Ach, das verstehe ich nicht, sorry. Du siehst auf diesem Feld hier auch kein Wechselblinken, nichts. Das ist einfach nicht gut sichtbar, vor allem wenn es Tag ist. Also du siehst es nicht. Das ist jedenfalls meine Meinung. Ich sehe hier kein einziges Wechselblinken. Was hier normalerweise jetzt da sein müsste. Nach wie vor 80, weil wir nämlich einen Gleiswechsel vornehmen. Ah, deswegen. Schon wieder quittieren müssen, wie ich das sehe. Ja. Aber diesmal gehen wir deutlich unter 80, damit uns hier nicht wieder irgendwas passiert. Okay, sogar 60. Nein, 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 nein. Bremsen, bremsen, bremsen. Gleich rot. So, wir gehen mal runter auf 60. Ja.
Rot, wie gesagt. Ah, es befindet sich ein Zug auf dem Abschnitt voraus, deswegen haben wir auch Rot. Alles klar. Da vorne ist das rote Signal am Ende des Bahnsteigs. So, ich denke, wenn wir hier halten, das reicht. So, dann schauen wir uns mal kurz die Karte an. Und, ist gerade rot-grün geworden, oder? Tatsächlich. Na gut, dann können wir sofort fortsetzen. So schnell geht das. So, 45. So, 100 fürs Erste. Schaut euch doch mal diese wunderschöne Gegend hier an. Ist das nicht einfach ein Traum? Wunderschön. Und schon wieder rot. Wir dürfen fortfahren. Aber danach kommt wieder ein rotes. Jetzt ist es weg. Gut, dann können wir aufschalten. Jetzt ist da wieder ein rotes. Tierpflichtig. Jo. Das heißt, wir
natürlich schon mal ein bisschen mehr bremsen, wenn wir nicht gleich um die 85 sein sollen. Mal ein Zug vor uns. Wahrscheinlich der gleiche, der gerade schon vor uns war. Jetzt sind wir nämlich auf den Fersen, habe ich das Gefühl. Ja. So, dann können wir uns befreien und aufschalten. Es wird wahrscheinlich gleich der Hauptschalter abspielen. Machen wir hier in die Schutzstrecke. Mein Gott, die SIFA hier bei dem Fahrzeug ist aber auch aggressiv. Oder geht das nur mir so? Das war der Hauptschalter, der sich da verabschiedet hat. Ja, meine Güte, haben wir wieder Leistung. Ja. So, dann sind es noch 2,6 Kilometer bis zum Halt, wo wir wahrscheinlich dann an unsere mit der anderen Einheit ankuppeln sollen. Dann muss ich wieder in die Bremse gehen. Geht gleich 50 zu erwarten. Ja, habe ich mir nämlich gedacht. So, das wird das rote Signal sein vor der Einheit. Da steht ja, wir sollen uns Zugang verschaffen durch Kontakten des Fahrdienstleiters. Das werden wir gleich tun, wenn wir stehen. Langsam tasten wir uns heran. Vorne ist dann unser Ziel, beziehungsweise der Anhaltepunkt.
Güterwagen stehen hier rum. So, von der Einheit ist aber noch nichts zu sehen. Ich denke mal, die wird sich dann irgendwo weiter runter befinden. Oh, guck mal, da stehen schon irgendwelche Mitarbeiter der Bahn, die sich am Unterhalten. Wahrscheinlich darüber am Quatschen, was sie am Wochenende machen. So, wir müssen hier mal langsam rantasten. Erstmal stehen bleiben. Und mit dem Fahrdienstleiter sprechen, ob wir uns denn weiter zur Einheit geben können. So. Kuppeln Sie an die liegen gebliebene Einheit an und machen Sie sich bereit für die Rückfahrt. Ja, das machen wir. Müssen wir uns denn noch mittels Fahrdienstleiter hier Zugang gewähren, weil da fahren noch die Autos über den Badübergang. Das heißt, wir dürfen doch noch gar nicht fahren, oder? Kontaktieren Sie den Fahrdienstleiter, um Zugang zur liegen gebliebenen Einheit zu erhalten. Genau, das werden wir jetzt tun. Und zwar, wenn wir hier das Telefon nehmen. Das scheint nicht zu funktionieren. Immer was halt so. Abgelehnt. Ihr Waggon, so. Er ist abgelehnt, dann hat es doch funktioniert. Alles klar, ist deine Meinung ziemlich schnell geändert. So. Und wir haben ja noch Fold, oder? Moment, Moment. Ah, wir dürfen, okay. Nicht, dass wir gleich in eine Falle hier rasen. Das ist nämlich, so, das ist mir ein bisschen zu heiß hier. Also laut Fahrdienstleiter dürfen wir, laut Signal nicht. Das macht mir jetzt mehr Angst. Einfach mal Befehl gedrückt. Ah ja, jetzt sind die Schranken noch unten, sehr gut. Freier BU. Bleiben wir bei 50, ja, noch nicht mal bei 40. So, jetzt aber. Meine Güte, das ist eine aggressive Siva bei diesem Fahrzeug. Das ist das Einzige, was mich daran stört, muss ich echt sagen, weil die ist sehr, sehr aggressiv. Das ist mir die Siva bei der Vectron schon angenehmer. Die ist vor allem nicht so laut. Und dieses Jahr, boah, ekelhaft, sorry, ist einfach so. Langsamer werden hier. Weil da vorne steht sie nämlich schon. So, wir bleiben natürlich erstmal stehen. So, dann schauen wir uns das Ganze nämlich von draußen an, würde ich sagen. So, ganz klar. So, nehmen wir uns hier mal so hin. Und dann würde ich sagen, ne, machen wir das von dieser Seite, dass wir der Busch im Weg, ist auch blöd. So, ich denke, das sieht doch ganz schön aus. Dann würde ich sagen, mach schon mal ein Foto. Und dann lösen wir die Bremse. Schalten langsam auf.
Wunderschön. Genial. So, das haben wir erledigt, würde ich sagen. So, jetzt haben wir natürlich den Führerstand wechseln, macht ja Sinn. So, den sollen wir jetzt mal vorstellen. Machen wir das. Den auf inaktiv stellen. Sieht das auch aus. So, Spitzensignal auf ausstellen. Das machen wir. Dann sollen wir noch den hier beziehungsweise auf halten anlegen. Auf halten. Schon andere an. Und mitnehmen. So, dann sollen wir natürlich den Führerstand wechseln. Das tun wir. So, schließen hier die Türe wieder. Dann laufen wir mal ein paar Meter über durch unseren leeren Zug. Wunderschön. Kollege, lass gehen. Nein, nein, das ist unser Job. So. Geht das Ganze natürlich wieder vorne los. Zack. Spitzensignale auf Zugspitzensignale. Den Richtungsschalter auf ein, also vorwärts. Dann Bremse lösen. Drauf geht's. Haben wir denn jetzt doch die Zugsicherungssysteme eingestellt oder nicht? Ich möchte die wieder von vorne einstellen. Gut, dann machen wir das. So. 50 fürs Erste. So, dann fahren wir hier mit unserer Doppeltraktion. Wunderschön. So, 90. Sie fahren natürlich. Wunderschön, wunderschön. Da bin ich auch mal gespannt, ob wir jetzt auf der Rückfahrt freie Fahrt haben oder ob uns das ein oder andere rote Signal trotzdem noch vor die Nase gesetzt wird. Schauen wir mal, ob wir jetzt wirklich reibungslos bis Wolfurt fahren können. Das ist unser letzter Akt, den Zug dort anhalten. Sieht aus, wie werden wir wohl grüne Welle haben. Das ist doch sehr, sehr schön. Sonne raus, na, wie sagt's denn? Zum Ende hin wird doch noch alles gut. Tja, schade. Wer hätte es gedacht, da kommt das erste rote Signal. Damit hat sich die freie Fahrt auch schon wieder erledigt.
Machen wir mal den Fahrdienstleiter, was da schon wieder los ist. Ach, wir dürfen. Oh! Jetzt geht erstmal wieder der Hauptschalter fliegen. Wir müssen ihn quittieren. Nämlich rot haben. Abgelehnt. So viel dazu. Ist der Hauptschalter überhaupt noch an? Ja, jetzt wahrscheinlich wieder. Ja, ist wieder an. Sehr gut. So viel zur grünen Welle, hat sich das auch schon wieder erledigt. Ihr braucht gar nicht rumzurennen. Ich nehme euch nicht mit. Ich bin auf Dienstfahrt. Ein Platz für Fahrgäste. Müsst ihr schon auf den nächsten fahren. Ah, da kommt der Grund. Das ist nämlich eine eingleisige Strecke. Und hier müssen wir natürlich abfahren, logischerweise. Das dürfte sich jetzt gleich umspringen. Wir sollen auf Signalwechsel warten. Da ist der Signalwechsel. Wir können uns befreien und aufschalten. Wunderbar. So funktioniert das also. Oder so muss es funktionieren, sagen wir mal lieber so. Sonst gibt es nämlich ein Chaos und tödliche Unfälle. Das will ja wirklich kein Mensch. Noch 100. Meine Leistung können wir schon beibehalten. So, die 100, die Autos fahren hier auf jeden Fall keine 100 km/h. Die natürlich überholen. War da gerade ein Geschwindigkeitsanzeiger? Habt ihr das gesehen vorhin? Da stand 95, ne? Das ist die 95. Ja, der Wahnsinn. Also hier auf der Straße ist wahrscheinlich 70 oder so erlaubt. Würde ich jetzt einfach mal tippen und wir waren mit unserem Zug natürlich deutlich drüber, logischerweise. Bei 95 und das hat der Geschwindigkeitsanzeiger da auf Rot angezeigt. Wir waren natürlich viel zu schnell, logischerweise. Oh, nicht schlecht. Das ist wirklich geil. Wenn der Geschwindigkeitsanzeiger da auch die Geschwindigkeit des Zuges misst und dementsprechend natürlich zu schnell anzeigt, ist... Ja, ist geil. Das ist geil.
So, 110 und 120. Ein bisschen aufschalten hier. Die letzten 5 Kilometer. Oh, sogar 140 für ein kleines Stück. Das ist ja der Wahnsinn. So, dann kommen wir dem Ende des Szenarios immer näher. Alles geben hier. Ja, noch nicht. Jetzt. Wenn es so für ein kleines Stück ist. Weil viel Strecke haben wir nicht mehr. Schon die 50. Logisch, wir haben ja nur noch 2,5 Kilometer. Bis Wolfurt. 50, 40, da müssen wir jetzt gleich in die Bremse hauen. Jetzt. Und in die Bremse. So, das haben wir soweit geschafft. Lieber 80. Schon mal unter 50. Also, auch gleich auf 40 gehen, ist auch nicht mehr weit. Und direkt dahinter. Von 140 auf 40 runter. Das ist mal ein Sprung. Dann können wir da abermals quittieren, das Signal wahrgenommen haben, das haben wir, quittieren wir an dieser Stelle, dann fahren wir langsam in den Rangierbahnhof von Wolfurt auf dem Gleis 1 bis 13. Fahren. Und dann seht ihr, dass hier ordentlich Container rumstehen. Noch und nöcher. Das ist entspannt. So. Und da können wir unseren Zug abstellen. Wunderbar. Drücken wir mal die SIFA. Das aggressive Ding.
letzten Mal Sieg war. Und damit hätten wir dieses Szenario beendet. Großartige Arbeit heute. Sehen wir uns an, wie sie abgeschnitten haben. Ja. Gold oder Diamant? Die haben wir abgeschnitten. Das würde mich jetzt interessieren. Wenn es denn mal soweit ist. VBRG Grenzen überschreiten. Schließen Sie das Szenario internationale Rettungsaktion auf der VA-Werkstrecke ab. Das haben wir in diesem Moment getan. Und wir haben Diamant erhalten. Ist doch Diamant, nennt sich glaube ich so, ne? Das ist doch wunderbar. Das heißt, wir haben ja alles soweit richtig gemacht. Das war es auf jeden Fall mit diesem Szenario. Internationale Rettungsaktion auf der Strecke Vorarlberg mit der S-Bahn. ÖBB 4024. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Habt noch einen schönen Feiertag. Für alle, die den Feiertag genießen können. Alle anderen, hoffe ich, dass ihr bald Feierabend habt. Oder vielleicht habt ihr schon Feierabend. Ich für meinen Teil habe heute Feiertag, darf morgen wieder los. Ja, das nächste Video hoffe ich dann am Wochenende. Habt ihr dann wieder, dürft ihr dann wieder genießen. Bis dahin, macht's gut. Ciao, Servus und Tschüss. Euer Denny Spieters, bleibt gesund, bleibt mir treu. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, Servus und Tschüss.